auf die Strafzeit gepfiffen worden sind oder so, da brauchen wir heute nicht drüber reden, aber nur von diesem einen Spiel abgesehen, glaube ich, kann man die Serie nicht machen, weil ich glaube, wenn man solche schiere Leistungen wie heute gehabt hat, die ganze Serie, dann wären die Spieler auch anders aufgegangen. Heute haben sie nicht mal laufen lassen, die haben nicht alles sehr abgepfiffen, jeden Körperkontakt, und ich glaube, so muss man Playoffs spielen und so muss man auch in die Playoffs pfeifen. Aber wie gesagt, ich mache keinen Vorwurf an die Schiedsrichter, die jetzt was. Das sind, jeder ist nur Menschen und jeder macht auch mal Fehler, und genauso wie wir Spieler. Aber da brauchen wir uns jetzt nicht mehr danach irgendwie drüber beschweren. Kann man sich noch anders vorwerfen? Ich glaube nicht. Wir haben 6 Spiele gehabt von hoher Intensität, tolles, alles okay. Beiden Seiten, technisch oder körperlich, wie auch immer, was man sagen will, überragend gespielt. Und ich glaube, jeder, der, ich habe es gerade gesagt, noch kein Fan war vom Eishockey, der haben einfach nur Leute dazugekommen. Das war nicht so bei Eishockey. Sie haben auch unsere Fehler gewartet, die Berliner, und das haben sie halt dann wieder eiskalt ausgenutzt. Das ist vielleicht der einzigste, dass wir einfach in entscheidenden Momenten keine Fehler gemacht haben. Aber ich glaube, 12, 13 Mal alles zusammen. Mal alles zusammen. Also natürlich hätten wir an unseren Januar wieder ein bisschen versaut. Aber das sind jetzt so Sachen. Ich glaube, jede Mannschaft hat mal ein Tief gehabt in dieser Saison. Unsere war im Januar. Deswegen haben wir uns vielleicht ein bisschen die Top 4 vergeigt in der Hinsicht, aber ich glaube, wir waren das ganze Jahr da oben mit dabei und haben bewiesen und haben auch der Liga gezeigt, dass wir da oben dazugehören. Eine der Top-Mannschaften, und ich glaube, das hat man jetzt auch wieder in den Playoffs gesehen, wie gut wir eigentlich sind. Fühlt sich als Fan, da gab es so Plakate gegen die klassische Twitter-Diskussion. Fühlt sich ein bisschen betont. Kannst du sie nachvollziehen, deren Stimmung? Natürlich. Man hat mich ja jetzt oft genug zitiert, wenn die Wege in Zeitungen und Internetzeitungen an. Betrug, was soll ich sagen? Ich glaube, jeder nach dem Berlin-Spiel, wo mich gesehen hat, ich finde es einfach unverständlich, dass das heutzutage immer noch keine Zeitform, was auch immer, gibt im deutschen Profi-Eishockey. Basketball haben sie es. Es entscheidet einfach Spiele. Das ist das, wo ich sagen muss, schade, weil, egal, es ist vorbei, brauchen wir uns gar nicht mehr darüber aufregen. Klar, wenn Leute sagen wollen, die sehen natürlich lieber Berlin im Halbfinale wie Hamburg, dann weiß ich nicht, ob ich das unterschreiben kann. Ich glaube, wir haben alles gegeben, und ich glaube nicht, dass da irgendjemand draußen ist, der absichtlich für uns Spiele vergeigt oder irgendwas oder gegen uns pfeift. Also das gibt es nicht. Und, glaube ich auch nicht, dass es wirklich sowas geben sollte. Aber wenn du die ganze nach so einer Niederlage bzw. die Serie verliert, wie die Serie jetzt war, ist natürlich immer bitter. Wir sind wirklich gekriegt. Und ja, das Leben muss weitergehen, das ist der Sport. Und wir haben bis zur letzten Runde alles gegeben. Das heißt, wir können das Spiel und uns nichts vorwerfen. War ja am Ende knapp, das war dramatisch, aber dieses zweite Drittel, was ist da schief gegangen, dass sie so gut gemacht haben? Man kann immer Ausreden suchen, aber ich denke, dass man so eine Strafe nicht pfeifen darf. Das Spiel ist schon 20 Meter weg, und er fliegt von Schlittschuh und er pfeift 2 Minuten, kriegt 2 Tore, 4 Minuten. Das ist einfach ein absoluter Witz. Und, nichtsdestotrotz, wir dürfen so Strafen nicht machen. Wir wissen, dass uns, glaube ich, die Serie gekostet hat, dass wir auf der Strafbank waren. 5 gegen 5 waren wir meiner Meinung nach klar die bessere Mannschaft. Das sieht man in der Statistik. Und aber so ist das Spiel. Wir müssen draus lernen. Insgesamt in der Serie war es schon immer ganz gut. Ja, definitiv. Ich denke, letztes Spiel in Berlin, Fehler hin oder her. Sekunde später. Ich meine, das Spiel geht 60 Minuten, nicht 60 Minuten und eine Sekunde. Natürlich bitter für uns, aber wir können nichts daran ändern. Ich bin stolz auf die Jungs. Die Jungs haben alles gegeben. Wir haben viel Verletzungspech gehabt. Aber wir können stolz auf uns sein. Wir sind eine junge Mannschaft. Im Gegensatz zum letzten Jahr. Ich glaube, wir haben viel gelernt aus der Mannheim-Serie letztes Jahr. Wir haben uns gut präsentiert. Und ich denke, dass da in den nächsten Jahren viel mehr kommen wird. Wie
Der Kapitän hat schon gesagt, ich meine, die Saison ist vorbei, da kann man nichts mehr dran ändern. Schauen, dass mal im August hier wieder alle fit auftauchen und versuchen, das Beste daraus zu machen. Dann, diesen Reifprozess, der hat einen Umbruch vor 2 Jahren. Die Mannheim sind mir denke ich untergegangen letztes Jahr. Dieses Jahr waren wir, ich will jetzt nicht sagen, eine bessere Mannschaft, sonst wären wir jetzt eine Runde weiter. Aber wir haben auf jeden Fall uns gut präsentiert. Und ich denke, jeder war stolz, das haben wir das Zeichen für uns drauf zu haben. Geil! Hat das wirklich gut präsentiert. Einfach. Und, danke dir. Man lernt aus jeder Phase. So. Schon bis nächstes Jahr. Ist die cleverere Mannschaft und nicht die bessere Mannschaft weitergekommen? Ein bisschen konsequenter Fehler ausgenutzt? Ja, ich meine, na klar, wie ich schon gesagt habe, es liegt am Reifenprozess. Wir haben die letzten 6 Jahre 5-mal Meister geworden. Die wissen, wie man mit dem Rückstand umgeht. Die wissen einfach, dass die Kleinigkeiten zählen. Und natürlich waren die da erfahrener, aber ich denke, dass wir, man lernt aus den Fehlern. Die Jungs haben wirklich gut gespielt. Das ist ja, ich muss jeden einzelnen großen Lob am Turtle. Turtle war überragend. Wir haben viel Pech gehabt, aber trotzdem. Die Jungs haben alles gegeben und ich bin stolz auf uns.